Ich hätte das Faluigi-Kolosseum so easy erledigen können, hätte ich doch mal eher die Rampen benutzt, anstelle ständig da durch die Gegend zu driften. Mann, ich bin so eine Hohlbirne und garantiert wird das in den letzten Rennen dieses Let's Plays immer noch passieren. Dass ich so eine dumme Scheißaktion hinlege. Aber seht ihr eh klar, auf jeden Fall willkommen zu Mario Kart Wii, wahrscheinlich dem Finale heute. Dem, ja, letzten zwei Cups, ich ziehe die einfach durch, weil, keine Ahnung, ich brauche irgendwie Videolänge. Ah, die glühweiße Wüste. Sie ist so heiß. Und, ja, okay, gut, das war jetzt echt eine Anspielung, tut mir leid. Tut mir wahnsinnig leid für alle. Aber hey, let's go into the race. Ah. Alter! Es geht schon wieder los. Die verschwört sich schon wieder. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt gar wirklich nicht. Ey, ich habe den nicht mal berührt. Den habe ich sowas von nicht berührt. Flieg, los, Bowser, flieg, 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 flieg. Hallo? Was zum Fick ist das schon wieder? Die beschwören sich alle gegen mich, die greifen mich alle an. Das gibt's doch echt nicht hier. Doch, nur bei Mario Kart Wii. In Mario Kart Wii werden sie eiskalt verarscht, verprügelt, niedergestreckt und auf alle möglichen und unmöglichen Arten hier belästigt. Ja. Hinter Dritter, das bringt mir auch noch nicht viel, ne? Ich würde sagen, schlägst drauf an! Boom! Ja, ja gut. Wow! Alter! Windschatten! Meine Fresse! Der fährt anti-Windschatten-mäßig! Die Frage ist, hey, wieso zieht der so? Der kann doch gar nicht so fest. Angriff. Okay. Ey, Bowser. Ich frage mich erst, was Bowser für eine Engine hat. Der zieht die nach rechts, hä? Das kann nicht sein. Ich hab nach rechts gezogen und der ist da links gedriftet. Das ist fucking Mario Kart. Willkommen zu Mario Kart Wii. Engine. Ach nee, fickt euch. Bowser Festung 3. Ich glaube, die Strecke ist eigentlich easy, aber... Naja, das Problem ist, die Strecke kann easy sein. Wenn die Comps die absoluten Behinderten sind, dann bringt das dir hier gar nichts. Denn sie können absolut alles. So. Genau das können sie. Sie können nicht abfangen. Okay, gut. Das war gerade weggezogen wie eine 1. Ich muss durchhalten. Genau, und jetzt... Let's go! Dagegen muss da einer fahren. Dagegen muss wirklich einer fahren. Mehr verlange ich auch nicht. Genau, und jetzt kommt. Wow. Ja, das funktioniert doch noch. Not bad. Oh, Feuer. Feuer ist doch immer was Schönes. Das war dumm. Sagen Feuer. Das können eigentlich ihn treffen. Er hat sogar getroffen. Cool. Na, ich dachte, das ist wirklich cool, dass man getroffen hat. Okay. Oh, fuck. Das war falsch gedriftet. Yes. Oh nein. Na gut. Alter.
Ich habe meinen ersten gehalten. Trotz dieses einen kleinen Zwischenfalls. Und ja, solange ich noch boosten kann, ist ja alles okay. Item haben wir. Hey, das sind doch Bats. Jetzt haben wir mal eine Verteidigung wieder mal. Außer Blue Shell Nummer 2 kommt. Das weiß ja noch keiner. Gut, eine kann ich legen. Ich sag nichts mehr dazu. Ich sag dazu nichts mehr. Ich sollte einfach mein Maul halten und gut ist. Du entkommst mir nicht. Oh ja, Yoshi, du wurdest niedergestreckt von mir. Herzlichen Glückwunsch. Wenn jetzt noch eine Blue Shell noch kommt, eine dritte. Na dann hat das Spiel mir einen richtigen Fall geschaffen. Genau, jetzt die. Kopf, genau. Wow. Hä, hey, es hat doch immer funktioniert mit. Na bitte. Ey. Meine Güte. Das habt niemals. Yes. Zweiter. Im Ziel. Nice. Alter. Mario Kart Wii ist der größte Betrug, den ihr jemals gesehen habt. Ohne Scheiß. Und das härteste Mario Kart, was ich jemals gesehen habe. Ich werde mich gleich mal umbringen gehen, weil Donkey Kong Dschungelpark ist eine Scheißstrecke. Die Kurven alleine sind doch der größte Abfuck, den man sich jemals wünschen könnte. Und es kommt nämlich auch ein Faktor hinzu, der das Ganze entsprechend gestaltet. Die Red Shells, ne? Das ist der Faktor. Und vor allem, dass ich nicht mehr um die Kurve komme. Ich komme nicht um die Kurven, das ist mein Problem. Hier. Bowser schwenkt aus mit voller Wucht. Das gibt's echt nicht, das ist echt abartig, dass ich denke, so gebaut ist. Der Pilz hat mir so viel Grad. Ja, was bringt mir der Pilz? Der war so unnütz. Der war unnütz, sein Großvater. Die sind alle in der zweiten Runde und ich kann den Tunnel in der ersten Runde, weil ich einfach, weil das Fahrzeug den fahren lässt hier. Ohne Bullebär habe ich keine Chance gegenzuhalten. Ich hätte sowas von dem jetzt anders. Boah, ich habe jetzt hier müssen, als sie dann hier drüber waren. Da wären sie so runtergeflogen. Wenn sie safe alle abgestürzt. Das bringt mir jetzt nächstes Item. Da ich eigentlich in der Blitz bekommen kann. Sollte ich eigentlich erstmal Ruhe haben. Meine Idee wäre jetzt, erstmal die Kurve kriegen. Oder erstmal hoffen, dass Bowser überhaupt die Kurve kriegt. Was fährst du, ey, Bowser? Der fährt halt, was ist echt komisch hier auf der Strecke. Das ist. Sieht man ja aber auch nur an der Strecke, ne? Oh mein Gott. Naja. Alter, der setzt Bananen auch noch. Und ich muss hier abbremsen mit Gewalt, um überhaupt die Kurve zu bekommen. Die Kurve ist echt schlecht gemacht, die ist zu eng. Die ist einfach viel zu eng gestaltet für Bowser. Und ohne Bullet habe ich keine Chance nachzuholen. Wo krieg ich das Item? Nee. Den Schmutz krieg ich. Ich komm. Ey, das ist unglaublich. Die Kurven kannst du nicht kriegen, weil Bowser zu die Kurve nicht fangen kann. Die Strecke ist einfach nicht richtig gemacht. Und ohne Bullet habe ich keine Chance nachzuholen.
Was zum Fick ist das? Die Strecke ist extrem schlecht gemacht. Naja, ich war einen Punkt am Ende, aber ernsthaft, das ist eigentlich nicht gut gemacht, die Strecke. Die ist eigentlich nicht gut gemacht. Ich glaube, da hätte ich wirklich mal Mühe geben müssen. Mehr Mühe, weil das einfach nicht richtig gemacht ist. Ja, ich kann nicht mal bauen, ich kann nicht mal driften, so schlimm ist das hier. Und jetzt, hier, pass auf, Leute, ich ziehe es mal mit voller Schärfe durch. Ich komme nie um die Kurve. Ganz easy, die ist einfach viel zu eng für Bowser gemacht. Dafür würde ich sagen, gibt es 0 von 10 wegen schlechter Kurvenmanagement. Die Kurven sind nicht richtig gemacht. Die sind einfach schlecht gemacht. Jetzt kommt Marios Piste und garantiert hat sie auch wie solche scheiß Kurven. Ich sehe es doch. Kurven, die du nicht mal driften kannst. Oh mein Gott. Let's go. Okay. Die Klauberei hat schon mal begonnen. Geht schon los. Ey! Warum zieht der Arsch nach links, obwohl ich nach rechts gelenkt habe? Kann man heute ja auch schon hier die Lenkung hier brechen oder was? Ach, keine Ahnung. Ich geb's auf. Weil der kommt besser auf der Donkey Kong, obwohl er selber fast so Kaffee ist. Ich muss schon vorab ziehen in die Kurve überhaupt. Und jetzt habe ich ja kein Speed für den Drift. Okay, das war. Wir sind Fünfter. Wir sind Fünfter. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Alter. Die haben mich wieder auf den Rasen. Das ist doch eine unglaubliche Verarschung hier. Ich weiß, wie soll ich die eine Kurve besser nehmen? Ich muss die Kurve besser nehmen hier. Das soll ich einfach mal darauf verzichten, da Drift zu setzen. Okay, das war vielleicht keine so schlechte Idee. Ich glaube, das könnte so besser werden. Alter. Ich komme nicht auf die Kurve. Der driftet nicht. Das ist so beschiss, wenn du nicht mal driften darfst. Ich krieg dir das Item. Das Item ist nicht kriegbar. Betrug. Das Betrug am Spieler. Schnell. Ja, durchziehen. Ach du Scheiße. Das war jetzt durchgepfeffert bis zum Geld nicht mehr. Ach du Scheiße. Wer sowas in mir geht, Alter, der hat doch einen Hirnschaden. Alter, wer macht solche engen Kurven? Hallo? Also ein bisschen nachdenken wäre auch mal genial. Wobei, nachdenken und Entwickler, wie passt das zusammen? Entwickler denken doch gar nicht nach. Können sie gar nicht. Ach, halt, wollen wir was in der Designer. Gut, Designer kann ich nachdenken, gut. Habe ich so offen ausgesprochen. Jetzt werden mich alle Sänger auf der Welt hassen, aber das ist egal, dann müsst ihr euch bei denen beschweren. Let's go. Marius, bist du 3? Oh mein Gott, das sieht ja schon wieder aus wie so ein Abfuck. Das sieht nicht normal aus. Alter, ich sehe jetzt schon die Kurve da, die eine da, die wird AIDS. Oder mir fällt was ein, um die Kurve besser zu nehmen. Wenn ich da einen Trick hätte, dann hätte ich. Ich probiere erstmal was aus. Oh mein Gott. Ah ja, ich hätte ihn nehmen müssen, dann wäre er so durchgeflogen. Das könnte ich aber nicht, könnte ich jetzt aber nicht riechen, dass da der Pilz gebraucht wird. Meine Fresse, Waluigi, halt dein Maul! Ich bin groß.
Und trotzdem fickt die mich mit dem Stern. Das muss man. Genau! Der Blitz kommt auch noch. Alter, wenn ich da reingefahren wäre, ich hätte mich so dafür geschämt. So, dafür geschämt, Alter. Okay, jetzt gib mir bitte ein Item, was ich gebrauchen könnte. Ja, das könnte mir helfen. Okay. Eine Verteidigung und Angriff ist ja eigentlich schon mal eine gute Waffe. Bringt sie den Panzer, ey, bringt mir das. Wow. Alter. Ich krieg Ärger von hinten. Oh mein Gott. Ich hätte echt noch einen hinten knallen können, was ich habe, aber ich hab's so durchgezogen. Machen wir es einfach so. Peach Lost Garden. Oh nein, ich kenne die Strecke. Nein. Das wird böse enden. Das kann nicht gut enden. Oh mein... das kann nicht gut enden. Gut, dass ich jetzt hier nicht getötet... Alter, bin ja letzter. Meine Fresse, noch eins. Und ohne Item? Wird schwierig. Wird ein wenig schwierig hier. Okay. Alter, wieso zieht Bowser manchmal so? Ich hasse es manchmal, der zieht manchmal so abgrundtief. Wie so ein absoluter Ja. Witz. Alter, Bullet-Bick kriegt ja auch noch. Und ich krieg noch Scheiße, oder was? Ja. Der ist Mario Kart, ne? Das Item kommt jetzt, kann mir ja gerade kurz mal gelegen. Ja, ich bin erster. Brauche ich noch ein Item zur Verteidigung und dann haben... Okay. Okay. Das bringt mir zwar interessanterweise gar nichts. Ja, so kann man auch schaffen, indem man auch mal das Item nimmt, ne? Oh mein fucking Genius, Alter. Die sind nicht schneller als ich, oder was? Das heißt, ich trotz, dass ich hier eigentlich ein schnelles Kart habe. Unglaublich. Wieso habe ich das Item gezogen? Wieso gerade den Moment genutzt? Nein! Jetzt überholt mich alle wieder. Das ist doch Beschiss. Das ist doch die Vision von Betrug. Ich brauche ein Item ganz schnell. Meine Frau. Fresse. Oh mein Gott. Yes, yes. Na Glück, ja, kriegt der noch ein Item. Ich hab keins. Ich muss jetzt hier. Item, los, kämpf. Genau! Das Item trifft mich doch! Diese Creature! Ey, das ist doch Betrug! Das ist Betrug, habt ihr gesehen? Die Queen hat einfach mich Ey! Da fühlt sich gerade absolut jeder hier verarscht. Jeder! Donkey Kong Bergland geht. Ach, mit Donkey Kong weg, Alter. Der Dschungelpark war jetzt genug, ey. Jetzt wollt ihr mir noch mehr geben oder was? Ja, gut. Meine Güte. Ich komme nie um die Kurve, das ist ja unglaublich. Donkey Kong hat echt nur diese ganzen engen Strecken, Alter.
Ich weiß, der feiert das Engel trotzdem. Das soll er mal lassen. Das ist nicht cool. Oh mein Gott. Ah, das wird so ekelhaft. Ja. Angriff. Oh Gott. Ach meine Fresse. Das ist so eine Abfuckstrecke. Wer die entworfen hat, gehört geschlagen. Warum bounce der eigentlich so? Das ist die Strecke ist nicht richtig gemacht, das merkt man. Sie besteht aus so vielen Designfehlern, dass man schon was fragen muss, wer die designt hat. Hier, der Berg findet es auch genauso. Der findet es genauso. Die Strecken von Donkey Kong sind so scheiß designt hier in den damaligen Spielen. Wünsche mal überhaupt mal. Kann man da nicht durchsprechen oder war das eine andere Stelle? Ich komm nicht rauf! Ich komm doch nicht klar, Alter! Na bitte! Jetzt kommt aber sowieso im zu späten Moment. Die Bulle muss echt weit fliegen. Alter! Yo! Der Spiel geht in den Betrugsmodus! Betrug! Wird hier groß geschrieben! Das ist sowas von hier groß geschrieben. Na gut, ich komme jetzt gerade gelegen, dass ich jetzt klein bin. Damit kann ich besser fahren. Naja, vergesst es, ich habe es nicht bekommen. Vergesst es einfach. Alter, ich muss schon vom Gas gehen. Überhaupt die Kurven zu schaffen. Alter. Diese Strecken, Alter. Wer die entworfen hat. Normal ist das nicht. Normal ist das schon lange nicht mehr. Und jetzt kommt die letzte Bauausfestung von der N64-Variante. Das kann nur gut werden. Ich erinnere mich nur so halb daran. Das wird nicht schön. Boah. Alter! Ja, die Musik hat auf jeden Fall schon die Stimmung hier. Ja. Ach du. Der Banane, der ist gefährlich. Alter! Ich komm ja auch nicht vorwärts! Ich würde gerne mal vorwärts kommen, das ist auch mein Problem. Das glaube ich jetzt nicht! Das war gezielt auf mich gefahren. Man ist gezielt gefahren auf mich. Alter. Alter, wie gesagt, ich bin nicht mehr die größte Gefahr im Spiel und trotzdem versuchen die mich alle aufzuhalten. Also irgendwo ist es doch eine Verschwörung innerhalb des Spiels. So. Ich komme nicht vorwärts. Ich will mich immer. Die sind schon alle da. Ey. Das war. Ich bin zwar neunter, aber. Oh meine Güte. Ich muss einfach mehr normale Drifts machen. Einfach mal aufs Turbo. Mit Turbo scheißen, Alter. Was zum Fick? Ja, weil ich die Zwiebel genau so. Das ist Abfuck hier. Ich komm nicht vor.
Sind alle da? Sind alle dort? Okay, gut, jetzt werden sie alle wieder weggeratet mit der Bullet Bill, ne? Okay. Let's go. Und los! Oh mein Gott. Das war gut ausgewichen. Angriff! Alter, die Wand. Diese Wand, Alter. Alter, der kommt jetzt hier rum. Das war einfach kaum möglich. Der Block. Die verschwören sich alle gegen mich. Die ganze Map. Oh. Ja, genau. Ja gut, der erste ist auch geil da vorne, ne? Bitte, wer groß? Item hab ich! Ist einfach nur noch durchziehen. Alter, Triple Pilz! Das war jetzt das letzte Todeslack, Alter. Das Todeslack im letzten Moment. Noch das Item zu bekommen. Das war jetzt wirklich nur noch Glück. Dass es wirklich auch geklappt hat. Mann, da hat echt super viel gefehlt, wirklich. Aber hey, wir haben es geschafft. Das war der letzte JP hier. Und ja, noch auf Gold. Rang B, glaube ich, fast die beste Wertung, oder? Oh, die Credits. Ja, passt gerade perfekt, ne? Für alle, die jetzt fragen, ob ich das 54 CM Spiegel mache. Wer das glaubt, der hat echt Lust, mich leiden zu sehen irgendwie, ne? Das werde ich garantiert nicht machen. Ich werde nicht Spiegel noch fahren. Es ist so krank, bin ich mir auch wieder, ne. Aber wir genießen auf jeden Fall noch die Credits. Und ja, ansonsten wären wir fertig mit diesem Projekt zu Mario Kart Wii. Ich wollte einfach mal alle GPs fahren hier auf 55 CM. Und ja, hat ja funktioniert. Es hat ja funktioniert. Es hat Spaß gemacht, aber es war eigentlich eher reines Betrugskart, wie immer. Ihr kennt es ja selber. Aber ich finde die Credits auch nicht schlecht gemacht. Die Musik hat echt was. Auf jeden Fall, wie fandet ihr dieses Projekt? Schreibt es mal in die Kommentare. Fandet ihr es lustig oder... Keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Aber die Quests sind echt wirklich gut gemacht. Ist das nicht der Teil, wo ich jetzt einfach alle überhole? Ist kalt. Yep, das ist es. Auf jeden Fall, das wäre für dieses Projekt. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin und natürlich. Ja. Guck mal, was Charakter sein. Nee, was. Warte mal, geht er noch weiter? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin und schon mal von meiner Seite Emerald Control.
bisschen.